Morgen. Es ist gerade 7.30 Uhr und ich bin hier gerade aus der Unterkunft raus. Und da es aber so wunderschön gerade nieselt, habe ich kurzerhand beschlossen, hier drüben in die Bar reinzugehen und mir noch einen kleinen Tee zu gönnen. Und vielleicht hat sich danach der kleine Niesel erledigt. Heute sind es ja nur so 26 Kilometer, also komme ich trotzdem noch ohne Probleme früh genug an. Deswegen kann ich ruhig den kleinen Nieselregen hier umgehen. Und das ist übrigens die Bar, in der ich letztes Mal dann die Entscheidung eigentlich getroffen habe, dass es jetzt vorbei ist in 2020 und dass es besser ist, wenn ich zurückgehe. Daher kenne ich diesen Ort noch ganz gut. Das halbe Dorf hängt im Nebel. So, zweiter Versuch mit dem Loslaufen. Fühlt sich schon mal besser an, aber ich schönes durchgewärmtes durch den Tee. Als wäre es nicht viel Regen, nur so ein kleines Mini-Nieselchen-Ding. Das traf mich so etwas mental unvorbereitet, weil ich heute eher auf so viel zu warm eingestellt war. Zumindest für November für mich. Da es halt jetzt so 18 Grad und Sonne heute werden sollen. Also definitiv für mich schon wieder Sonnencreme-Wetter. Und deswegen war ich mit dem Regen etwas überfordert, könnte man sagen. Aber es ist noch relativ warm. Gestern war es halt so arschkalt morgens. War nur so 7, 8 Grad. Das merkt man dann schon, wenn ich mit kurzer Hose losmarschiert bin. Aber heute sind es wieder so 12, 13 Grad. Und das ist dann ganz angenehm. Heute geht es bis nach Val de Salor. Das ist dann kurz vor Cáceres. Und da werde ich auch wieder in einer Pilgerherberge schlafen. In der Medemende offiziellen. Und die soll wohl auch eine Küche haben. Das heißt, unser Abendessen, was wir für gestern geplant hatten, können wir dann heute Abend wohl zubereiten, unter der Bedingung, dass der andere eben auch jetzt bis dorthin läuft oder ob er nochmal irgendwo anders einen abdreht. Er ist nicht einer, der den Jakobsweg jetzt direkt läuft, sondern sich irgendwie auf dem Weg gemacht hat und weil er darauf gelandet ist und deswegen sehr offen ist eben für andere Wege. Und ich habe ihm auch so ein bisschen den mozarabischen bisschen schmackhaft gemacht. Das heißt, kann auch sein, dass er umdreht und kurzerhand wieder nach Süden läuft. Das weiß ich halt nicht. Und deswegen werde ich mal sehen, was mich heute Abend eigentlich so erwartet. Aber bis dahin geht es dann erstmal hier entlang an der Straße gleich und dann sollte es bald abbiegen in eine schönere Ecke. Meine Spur ist aber deutlich heute. An den Wegen hier merkt man schon, dass es eben heute Nacht wohl ordentlich geregnet hat. Also es ist halt, das geht hier noch gerade hier vorne, es sind schon viele Ecken, die noch weiter breiter mit Wasser überspült waren. Da habe ich echt nachts überhaupt nichts von mitbekommen. Obwohl ich heute Nacht ein paar Mal wach gewesen bin. Also keine Ahnung, wann das alles runtergekommen ist. Der bisschen Nieselregen von heute Morgen kann es nicht gewesen sein. Da ist es halt ein bisschen mehr gewesen. Und so eiere ich hier ein bisschen gefühlt rum. Weil der Untergrund doch, ich sinke ziemlich ein. Also nicht so, dass man es richtig sehen würde. Aber man spürt es eben beim Gehen selber, dass da ein bisschen mehr Energie für benötigt wird und man generell halt ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber um hier wirklich trockenen Fußes rüberzukommen, ist doch sehr viel von der, ist man sehr beschäftigt, sagen wir so. Die Gedanken gehen nicht so sehr woanders hin, was auch mal ganz praktisch ist. Man muss doch sehr im Hier und Jetzt sein, um nicht gleich so einen pitschnassen Fuß zu haben. Obwohl das jetzt von den Temperaturen immer noch gehen würde. Aber ich versuche es eben zu vermeiden. Das ist gerade total witzig, weil auf dem Steinquader unten kann man so schön die Sonneneins nennen, die zufällig durch den
das hier vorne entsteht und die Sonne, die direkt halt in dieser richtigen Richtung steht, dass eine Einzel steht. Und es dürfte auch noch knapp 1 Kilometer genau bis zur Ortschaft sein. Ich bin hier mal wieder auf der Römerstraße direkt unterwegs und hier gibt es so einen alten Meilenstein und der ist nämlich ganz besonders, da nämlich hier hinter mir, ungefähr da wo das Häuschen wahrscheinlich immer noch ist, da gab es auch schon mal halt ein Gehöft damals und dann hat nämlich, das ist nämlich der, wird hier der Postmeilenstein genannt. Und dann gibt es nämlich hier auf der Rückseite so eine kleine Nische. Und in dieser Nische wurde dann wohl die Post für dieses Gehöft hier abgelegt, dass der Postbote eben nicht den ganzen Weg dahin machen musste, sondern die Leute dann einfach hier runtergekommen sind und sich die Post hier abgeholt haben. Also ein ganz alter Briefkasten ist das. Ich nutze die schöne Aussicht mal mit dem See hier hinten für ein zweites Frühstück. Da habe ich einen Joghurt und ein paar Kekse, um das einfach so schön genießen im Sonnenschein mit den richtigen Temperaturen, ohne dass man friert oder dass es zu heiß ist. Das ist gerade absolut perfekt. Ein paar Birnen habe ich auch noch gefunden. Und da unten ist auch noch ein Storch. Ich habe immer ein Talent, die Lagerplätze kurz vorher eine Pause zu machen. Das ist sehr seltsam, aber ich bin ganz froh darüber, dass ich es gemacht habe, denn dieses Schlachtfeld an Müll, das wäre doch dann, das versaut dann doch ziemlich die Atmosphäre. Und das ist die Ortschaft Aldeo del Cano oder Aldea, weiß ich es gar nicht, zu der ich eigentlich gestern hin wollte, wo aber die Herberge jetzt geschlossen ist. Und deswegen geht es doch hier gleich weiter. Denn ich muss jetzt nichts einkaufen oder so. Trinken habe ich genug, essen habe ich genug. Und dementsprechend kann ich mir die 500 Meter darüber und zurück sparen und kann sofort weiter. Der Abschnitt von heute und morgen, der läuft recht nah an der Autobahn vorbei, wie man jetzt auf jeden Fall hören kann. War vielleicht auch schon im Verlauf des Tages, war es einige Male zu hören. Und diesmal kreuzt es mich auch ein paar Mal wohl. Und eine Ecke habe ich jetzt gleich hier. Da hinten geht es durch. Aber vorher darf ich noch das gefühlte x-te Mal heute über diese kleine Brücke rüber. Mit der Autobahn hat es einfach auf sich, durch die Geschichte einfach mal der Via de la Plata. Das war halt schon, ja, seit über 2000 Jahren ist das eben eine Strecke gewesen, die man gegangen ist, eine Straße, die eben den Süden mit dem Norden verbunden hat. Und die wurde natürlich immer nur einfach weiter benutzt und irgendwann die Straßen eben einfach weiter ausgebaut und neue eben dazugesetzt. Und deswegen verläuft eben bis heute noch eben die große Verkehrsader sozusagen,
direkt neben der uralten Verkehrsader von noch vor der Römerzeit. Das hinter mir ist jetzt gleich die Herberge, gleich am Ortsanfang. Das ist mal richtig cool. Aber ich muss noch einen Schlüssel besorgen. Und da muss ich jetzt eine von den drei Bars oder das, keine Ahnung, Regierungsgebäude, Bürgermeister oder ähnliches, Stadtverwaltung, also eine von den vier Punkten darf ich jetzt mal aufsuchen und hoffen, dass die offen haben, damit ich dann jetzt hier gleich rein kann. Dann gehen wir mal auf die Suche nach einen von den drei Bars. Denn ich habe es natürlich klassisch hinbekommen, exakt zum Beginn der Siesta hier aufzutauchen. Es ist jetzt 14:30 Uhr. Da könnten dann ein paar Sachen geschlossen sein. Also bin ich mal gespannt, wie viel ich hier rumlaufen darf, ehe ich was gefunden habe. Versuch Nummer 1. Das hat gut funktioniert. Ich habe den Schlüssel, den man, glaube ich, hier nicht sieht. Und jetzt geht es zurück. Und dann mache ich mich erstmal dort bereit. Doch schon mal ganz gut aus. So, hier drüben haben wir das kleine Badezimmer. Dann haben wir hier eine Küche, die ganz brauchbar ausschaut. Und dann ist hier der Raum, Schlafraum. Es gibt nur einen großen mit insgesamt 14 Betten. Und hier gibt es eigentlich noch einen zweiten Eingang wieder in den Raum. Obwohl ich halt ein paar Mal nass gewesen bin. Obwohl ich ein paar Mal. Noch einmal. 3, 2, 1. Obwohl ich ein paar Mal heute Nacht wach gewesen bin. Also. Vielleicht.